Dann darf ich Sie alle sehr herzlich grüßen heute Morgen nochmal zum Gottesdienst. Unser Thema heute heißt Freundschaft, Geschwisterschaft, Bruderschaft. Und ich möchte Sie gerne mitnehmen in eine Begebenheit aus dem Alten Testament, die wir uns anschauen wollen, wo auch schon die Lesung heute Morgen von war, dass nämlich David an einem sicheren Ort verwahrt war. Der David, der musste fliehen vor dem Saul und ist in eine Höhle geflohen in Adullam, in der Wüste, in der judäischen Bergwüste. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das ist fast wie so ein James-Bond-Thriller, wenn man so sagen will, weil der David dort mit Freunden auch fast so eine Geheimsprache vereinbaren musste, weil die so vorsichtig sein mussten vor dem Saul. Und Saul war natürlich eifersüchtig auf David und hatte irgendwie auch schon das Gespür und das Gefühl, dass der David irgendwann König werden würde. Und deswegen war Saul sehr eifersüchtig auf den David. Irgendwann muss David dann fliehen und er flieht in diese Höhle in Adullam. Und als er in der Höhle steht, da denkt er an einen Brunnen in Bethlehem. Und die hatten natürlich Durst in der Wüste. Das ist in der Wüste normal so, wenn man auf der Flucht ist, ja, dann hat man vielleicht nicht die Vorräte. Und dann denkt er an dieses frische Wasser in dem Brunnen in Bethlehem. Und dann sagt er so vor sich hin, also das wäre jetzt schön, so ein Schluck Wasser aus dem Brunnen in Bethlehem. Da habe ich immer so gerne draus getrunken, das war tolles Wasser. Und da gibt es drei seiner Leute, die durch das Lager der Philister hindurchbrechen nachts und schleichen sich durch die Wachen durch bis zu diesem Brunnen in Bethlehem und holen dieses Wasser und bringen das dem David. Also das ist eine Geste, ja? Das ist eine Freundschaftsgeste. Die drei machen dem David einen Freundschaftsdienst. Sie sagen, wir haben dir dieses Wasser geholt. Und der David sieht das an. Die Bibel ist ja da sehr wortkarg. Die Bibel ist sehr zurückhaltend dabei. Aber der David sieht das Wasser und sagt, ich kann das doch nicht trinken. Das ist das Leben meiner Männer. Die haben ihr Leben in Gefahr gebracht, um mir dieses Wasser zu holen. Ich kann das doch nicht einfach trinken. Und dann nimmt der David das und gießt das dem Herrn aus als ein Opfer, als ein Dankopfer. Das ist auch eine Geste. Ja? Das sind Freunde. Das sind Männer, die tun sich gegenseitig Gutes, ja, und die zeigen das. Und ich finde es schön, dass die drei den Mut haben, selbst in Lebensgefahr durch das Lager der Philister hindurchzuschleichen und dieses Wasser zu holen für den David, ja, für ihren David. Und dass der David nicht einfach hergeht und das so ganz profan ansieht, sondern dass der daraus einen Gottesdienst macht, ja, der bringt eigentlich, die Männer bringt er vor Gott und gießt das Gott als Dankopfer aus. Er trinkt das nicht. Er hat weiter Durst. Das ist was Schönes. Und es ist nur so eine ganz kurze Passage in der Bibel. Vor vielen Jahren als junger Christ hat mir jemand sein Auto geschenkt. Ich hatte mein Studium beendet und habe dann aber hatte eine gute Stelle, habe die Stelle dann gekündigt, um bei der Gemeinde beim Aufbau zu helfen. Und irgendwann war mein Geld zu Ende und dann wurde es ein bisschen eng mit der Miete und mein Auto hatte ich schon verkaufen müssen. Und dann hat ein Bruder ein neues Auto gekauft und dann kam er zu mir und hat gesagt, du, ich habe noch ein Auto, du brauchst es, nimm das. Ja. Das fand ich schön. Natürlich findet man das schön. Ja. Später haben wir dann ein Auto verschenkt mal an jemanden. Und so gibt es wieder einen Ausgleich, ja. Irgendwann, wenn die Zeit ist dafür. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat mal erzählt, dass er einen Pfarrerkollegen hatte und den hat er auf sein Auto angesprochen und sagt, du hast so ein schönes Auto. Und da sagt er, ja, das habe ich geschenkt bekommen von dem und dem. Und da sagt der Wilhelm Busch, oh, da habe ich mein Auto auch her. Und dann kam raus, dass dieser Mann, das war ein Fabrikant, dass der den ganzen Pfarrern die Autos gekauft hat. Ja, das wusste aber am Anfang niemand. Und er hat noch viele andere Dinge auch getan und hat dem Evangelium da ein bisschen Vorschub geleistet. Der wollte eigentlich selber Pfarrer werden, aber sein Vater ist früh verstorben und dann musste der dessen Firma früh übernehmen und dann konnte er keine Theologie studieren. Dann hat er gesagt, dann mache ich es halt anders mit dem Evangelium. Ja? Jeder fördert so, wie er kann. Das ist schön.
Im Westerwald gibt es einen Fabrikanten, den Namen sage ich jetzt nicht. Ich habe das gegoogelt, der hat 11.600 Mitarbeiter, der macht einen Jahresumsatz von 2,6 Milliarden, sehr vermögender Mann. Und wie ich höre, finanziert er fast alle Missionswerke in Deutschland. Also ein mir sehr bekannter junger Mann, der ist oft in Berlin, wenn die da Werbung machen für diese Unterstützungen, weil sie irgendwelche karitativen Dinge tun wollen. Und alle, die dann irgendwo im Garten vom Bundestag dort irgendwo auch sich abends treffen, dann zu diesem Meeting, werden von diesem Mann unterstützt. Die evangelische Gesellschaft in Wuppertal, die hat auch jahrelang so einen Gönner gehabt. Das war ein älterer Herr, der hat die Schaumtapete erfunden und hat ein Patent dafür gehabt. Und da hat es dem monatlich immer ein paar Groschen aufs Konto gespült. Ja? Und von dem Geld hat er die evangelische Gesellschaft finanziert. Das wusste lange niemand. Aber er hat das verwendet, um das Evangelium nach vorne zu bringen. Und die Amerikaner sagen dazu grüne Gemeinschaft. Grüne Gemeinschaft, weil die Dollarnote grün ist. Ja, die umschreiben das ein bisschen. Vielleicht hat nicht jeder von uns die finanziellen Mittel, die diese Herren haben. Aber beten fürs Evangelium kann man schon. Ja? Und das ist ja auch nicht weniger, sondern wahrscheinlich sogar mehr als Geld zu geben. Das heißt, jeder kann ein bisschen beitragen zu dem Evangelium und so bilden wir so eine Gemeinschaft. Eine weltweite Gemeinschaft. Eine große Gemeinschaft, größer als man vielleicht so wahrnehmen mag. Ja? Denn das Evangelium ist ja nach Asien und nach Afrika, nach Australien, nach Amerika und natürlich auch nach Europa gekommen. Eine große Gemeinschaft, viele Menschen glauben an Jesus. Und darüber sollten wir uns vielleicht auch mal einfach fröhlich bewusst werden. Und gerade in so Zeiten wie jetzt, fragen die Leute vermehrt nach Jesus Christus und nach der Bibel. Ja? Also ich erlebe das zumindest so in meinem Bekanntenkreis, dass viele sagen, was ist denn dran an der Bibel? Manche sagen, ja, die Bibel ist verfälscht worden. Oh, sage ich, da gibt es keinen Grund für das anzunehmen. Ja, die katholische Kirche hat die Bibel verfälscht, höre ich dann im Internet. Ja? Gibt es ja auch solche Foren, wo das immer wieder aufkommt. Oh, sage ich, ich glaube, die kriegen eine Menge Ärger mit den Juden, wenn die das Alte Testament verfälschen würden. Ja? Und wer mag, ich habe in Amsterdam, wir waren in Holland im Urlaub und sind in Amsterdam in eine Synagoge gegangen, da kann jeder sich einen Tanach kaufen, ein Altes Testament. Auf keinen Fall werden die das Neue Testament dort verkaufen, sondern die bleiben bei ihrem Alten Testament. Da ist links Hebräisch und rechts ist Englisch. Da können sie das überprüfen, da stimmt das Wort für Wort mit unserem Alten Testament überein. Und das Neue sowieso. Da gibt es so viele Abschriften von, dass man das nicht einfach wegwischen kann. Und um auch das noch zu sagen, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, brauchen wir eigentlich kein Neues Testament. Ja? Weil alles, was im Neuen Testament steht, schon im Alten Testament angelegt ist. Und das ergänzt sich gegenseitig. Paulus hat uns das erklärt im Neuen Testament, ja? Sodass man das sonntagmorgens predigen kann und den Paulus zitieren kann, dass die Leute einem das auch glauben. Ja? Aber eigentlich, wenn wir Gottes Geist haben und mit Gottes Geist das Alte Testament lesen, da ist alles drin. Golgatha, die Wiedergeburt, die Auferstehung, alles ist im Alten Testament. Das Kommen Jesu zum ersten Mal, das Kommen Jesu zum zweiten Mal, es ist alles da. Nichts wäre, was vermisst werden müsste. Also hat vielleicht nicht jeder die finanziellen Mittel wie so der ein oder andere, den ich hier genannt habe, aber beten dafür und gemeinsam den Weg gehen und sich gegenseitig unterstützen, das kann jeder tun und jeder gibt ein bisschen dazu, ein bisschen von dem, was er kann, teilt er mit und teilt der anderen mit. Ja, so ist auch sowas hier entstanden, die Kirche hier. Ihr seht ja, wie alt die ist, ja? Diese alten gotischen Gewölbe. Das hat ja mal irgendwann jemand gespendet, das hat mal jemand gemauert, das ist ja alt, ja? Das sind also schon Vorgänger vor uns, die das hier erstellt haben. Und wir sind Nutznießer dessen. Und irgendwann geben wir das auch wieder weiter an die Generationen nach uns. Das ist ja eine alte Geschichte des Evangeliums, ja? Und trotzdem immer noch neu. Und trotzdem gibt es Freundschaft oder Bruderschaft oder Gemeinschaft, die über diese grüne Gemeinschaft noch hinausgeht. Und das ist das, was wir lesen in 2. Samuel 23. mit dem David und mit seinen Freunden. Und wenn wir noch einen Vers weiter vorgehen, 2. Samuel 23, 13, dann steht von diesen drei Vornehmsten unter den 30, die kamen hinab in der Ernte zu David in die Höhle Adullam und die Rotte der Philister lag im Grund Rephaim.
David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam. Da das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und betrübten Herzens. Und er war ihr Oberster, dass bei 400 Männer bei ihm waren. Der David war Oberbefehlshaber der Armee von Saul. Der hatte Zehntausende von Leuten unter sich. Das war ein hochdekorierter Vier-Sterne-General. Und jetzt sitzt er in der Höhle Adullam mit 400 Männern, die in Schulden waren. Und er war ihr Oberster. Was für eine Karriere, oder? Jetzt kommen auch noch die Eltern und sagen, was ist mit dir geworden, David? Du warst doch mal wer. Aber wenn man sich das in Ruhe durchliest, dann muss man sagen, diese 400 Männer, die waren lieber bei dem David in dieser nassen, glitschigen Höhle als bei dem Saul im Palast. Ja? Warum? Weil das Freunde waren. Die 400 Männer waren lieber in der nassen, glitschigen Höhle bei dem David als bei Saul im Palast. Warum? Weil bei Saul im Palast, da herrschte keine Freundschaft. Da herrschte Neid und Eifersucht und Machtstreben und manchmal sogar Meuchel, Mord und Verschwörung. Und in dieser Höhle Adullam war das nicht der Fall. Und diese 400 Mann, die in Not und Schulden waren, die sind hinabgezogen zu dem David und die waren gerne dort. Warum? Weil das Freunde waren. Und das gibt es heute immer noch. Ja? Diese Freundschaft gibt es heute immer noch. Wir im Westen sind natürlich etwas verwöhnt, weil die letzten Jahrzehnte für uns ja kein Problem waren, in eine Kirche zu gehen oder eine Bibelstunde oder eine Bibel überhaupt zu besitzen, eine Bibel überhaupt zu haben. Wir sind sehr verwöhnt in den letzten Jahrzehnten, aber Geschwister aus dem Osten, aus den kommunistischen Ländern, aus Nordkorea, in China, denen geht es ganz anders und die sind manchmal sehr aufeinander angewiesen und die schätzen diese Freundschaft untereinander, die mal am Saul vorbei was möglich macht, mal an den Philistern vorbei was möglich macht. Ja? Und diese Art der Freundschaft, das ist Bruderschaft, das ist mehr als Freundschaft, das ist Bruderschaft, das ist Gemeinschaft, das ist Familie. Also diese 400 Mann, die mit betrübten Herzen bei dem David waren, ist vielleicht auch ein Bild auf die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Die haben Jesus kennengelernt und haben gesehen, dass Gott in Christus unser Freund ist. Wenn Gott für uns ist, wer will dann wieder uns sein? Ja? Und die haben Gott nicht kennengelernt als einen harten Gesetzeslehrer, sondern als einen Vater und einen Freund. Das ist was anderes. Und da wünsche ich Ihnen Gottes Segen zu, dass Sie diese Pfade auch beschreiten können, dass Sie Gott als Ihren Vertrauten kennenlernen, dem man sich anvertrauen kann, der Wege öffnen kann, der Türen öffnen kann, der Türen schließt, aber der Türen auch öffnet. Das ist was Besonderes, das ist etwas Feines und diese Form von Glauben ist leider so selten geworden, weil wir uns so schnell ablenken lassen von den Dingen dieser Welt, ja. Der David hat auch einen Vertrauten und Freund gehabt, das war der Jonathan. Der Jonathan war der Sohn von Saul. Und der Jonathan und der David, die waren sehr eng befreundet. Und David kommt eines Tages zu ihm und sagt, Jonathan, dein Vater will mich töten. Und der Jonathan sagt, es kann nicht sein, mein Vater sagt mir alles, was er vorhat. Wenn der vorhätte, dich zu töten, hätte er mir das gesagt. Und der David sagt, doch, das ist so, dein Vater will mich töten. Und du musst mir helfen und mich retten vor ihm. Ich muss fliehen und sei mein Vertrauter und mein Freund. Und der Jonathan sagt nochmal, mein Vater hat nicht vor, dich umzubringen. Und der David sagt, wenn du mich deinem Vater ausliefern willst, dann töte mich lieber, wenn ich was Böses getan habe. Und sonst hilf mir. Also der David war in echter Not. Und dann geht der Jonathan her und sagt, ich werde meinen Vater fragen, ob das so ist. Und wenn das so ist, dann komm an eine ganz bestimmte Stelle. Und dann komme ich mit meinem Bogenschützen oder meinem Bogenjungen und dann schieße ich 3 Pfeile. Und dann lasse ich den Bogenjungen diese Pfeile holen. Und wenn ich sage, geh noch weiter, die Pfeile sind noch weiter geflohen, dann flieh, David. Dann ist es so, wie du sagst.
Und wenn ich dem Bogenjungen sage, die Pfeile sind nicht so weit geflogen, such weiter vorne, dann kannst du wieder an den Hof von Saul zurückkommen. Die haben so eine Codesprache vereinbart. Ja? Das ist das, was ich am Anfang sagte, das ist fast wie in so einem Krimi. Ja, die konnten gar nicht offen rufen. Dieses Gespräch haben die erst im Raum geführt und dann gehen die raus. Also Mikrofone gab es da wahrscheinlich noch keine, ja. Aber vielleicht hat irgendjemand an der Wand gehört. Es war geheim, was die abgesprochen haben. Denn der Jonathan begeht ja eigentlich Frevel gegen das Königtum seines Vaters. Eigentlich war Jonathan der Kronprinz und er verhilft dem David, König zu werden und zu überleben. Saul wollte diesen Nebenbuhler töten, damit sein Sohn Jonathan und damit sein, das Saul-Königtum Bestand haben könnte. Ja? Und das ist ja eine geheime Spionageaktion, was hier läuft. Das heißt, die vereinbaren so einen Code und er sagt, wenn ich sage, die Pfeile sind weitergeflogen, dann lauf so schnell, wie es geht. Und es ist auch so gewesen dann, dass Jonathan das rausbekommen hat bei einem Abendessen, wie Saul dann extrem aggressiv auf den Jonathan reagiert, weil der Saul den David vermisst bei diesem Abendessen. Und dann fragt er den Jonathan, wo der David ist, und dann gibt er so eine ausweichende Antwort. Und dann braust der Saul auf, dann sagt er zu ihm, du bist ein böser Mensch, du willst das Königtum von mir wegnehmen, ja, und du zerstörst das, was ich aufgebaut habe. Und der ist fast dabei, den Jonathan zu töten. Und dann merkt der Jonathan, wie viel Aggression, wie viel Bosheit in dem Saul auch ist. Und dann geht er zu dem vereinbarten Ort und sagt zu dem Pfeiljungen, lauf, lauf, ja, das ist noch viel, viel weiter, wie du denkst, der Pfeil ist geflogen. Ja. Und dann kommt David doch zu ihm, die umarmen sich und geben sich gegenseitig auch Versprechen, sich treu zu sein und füreinander zu sorgen. Der Jonathan jetzt für den David, dass er fliehen kann, und der David später, wenn er König ist, für Jonathan und seine ganze Familie. Das war der Deal. Das war der Deal. Brüder, ja, Freunde, wo man sich drauf verlassen kann. Das ist was Besonderes. Wenn ihr solche Menschen trefft, ihr müsst ihr pflegen. Denen muss man nachgehen und denen muss man Gutes tun, mit denen muss man sich abgeben. Unsere Freundschaft, also und Bekanntschaft, die von meiner Frau und mir, die hat sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren extrem verändert, ja, auch durch Corona. Und das ist ganz interessant, wir haben ganz, ganz viele neue Leute kennengelernt und manche Freundschaften sind ein bisschen abgekühlt und manche sind ganz neu aufgekommen. Und wir haben ganz, ganz interessante Leute kennengelernt. Manche sind zum Glauben gekommen, ja, mitten aus der Welt raus, glauben an Jesus Christus. Und das ist so schön zu sehen, wie die so frisch sind, ja, die sind jetzt, haben nicht das große Bibelwissen, aber wie die ihr Leben aufräumen und wie die anfangen, Vertrauen zu Gott zu fassen und wie die erste Schritte im Glauben tun, das ist ganz herrlich. Das ist ganz wunderschön. Und so Sachen passieren heute immer noch. Die passieren so lange, bis Christus wiederkommt. Über diese Freundschaft hinaus haben wir einen Freund in unserem Herrn Jesus Christus. Wir singen ja auch immer, welch ein Freund ist unser Jesus. Ja? Oh, wie hoch ist er erhöht. Jesaja sagt, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, wir waren vor vielen Jahren in der Türkei im Urlaub und war ich noch nicht verheiratet, also ist schon lange her. Und dann war in dieser türkischen Pension, wo wir gewohnt haben, da stand im Hof ein Baum und an dem Baum waren Schafe angebunden, ich glaube 3 oder 4 Stück. Und die hatten so Seile, jedes Seil war so 4, 5 Meter lang. Und alle halbe Stunde musste der Inhaber von der Pension die Schafe wieder losbinden, weil die liefen so lange umeinander, bis die sich irgendwann total gegenseitig verstrickt haben. Dann hingen die wie am Marterpfahl, ja? Und ein Schaf hat das andere festgezogen. Und alle halbe Stunde musste der kommen und die losmachen. Wir gingen alle in der Irre, wie diese Schafe, die gingen auch in der Irre. So sagt Jesaja auch, ein jeglicher sah auf seinen Weg. Jeder kümmert sich nur um sich, jeder kümmert sich um sein Ding, sein Fortkommen, seine Gesundheit. Sein Bestand. Ja. Und in diese Situation kommt Jesus. Und Jesaja fährt fort in diesem Vers, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, auf Christus. Und er fängt in uns ein neues Leben an, ein neues Denken, ein neues Handeln, eine neue Freundschaft, eine neue Bruderschaft, eine neue Hoffnung. Was immer ihr haben möchtet, alles, was ein Mensch sucht, ist in Christus da.
Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Das klingt vertraut, ja? Darum geht's. Wir Christen haben allen Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Das sollen wir nicht vergessen. Ja? Manchmal geht das besser, manchmal geht das schlechter. Aber das ändert nichts an der Hoffnung, die bleibt. Christus kommt, ja? Wird ein neues Reich aufrichten. Das ist das, was wir auch als Christen, auch in der Welt, auch tun sollen. Ich denke so gerne daran, als diese Sache auch mit der Corona-Pandemie da begann in China, da haben in China viele um Masken angestanden. Das sind ja schon Generationen, liegt das ja schon hinter uns. Ja? Es geht ja jetzt schon um Spritzen. Damals ging es noch um Maske aufziehen. Und dann haben die Christen in China, haben die Menschen angesprochen, die um die Masken angestanden haben und haben gesagt, nicht die Maske rettet, sondern Jesus rettet. Ich fand das toll. Das trifft den Kern der Dinge. Ja? Und vielleicht sind wir Christen auch, müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, nicht so verschämt und nicht so verschüchtert in der Welt zu sein. Wir haben das Evangelium, das hat bisher allen Widerständen getrotzt. Das ist wahr. Wir glauben nicht an irgendeine Geschichte, wir glauben an die Wahrheit, wir glauben an Fakten. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Ja? Und ob unser Glaube stark ist oder schwach, spielt keine Rolle. Das ist eine Tatsache, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Das ist Fakt. Das kann auch kein Engel und kein Teufel mehr rückgängig machen. Das ist wahr. Ja, warum? Weil es schon Jahrhunderte und Jahrtausende, bevor es überhaupt geschehen ist, angekündigt war im Alten Testament. Das Kreuz von Golgatha ist wahr, ob die Welt das glaubt oder nicht. Ob die Christen einen großen oder einen kleinen Glauben haben, spielt gar keine Rolle. Das ist vollkommen unabhängig von unserem Glauben. Das ist Fakt. Und das wird kommen. Das könnt ihr auch sehen. Seht ihr am Volk der Juden? Seht ihr daran, dass Israel plötzlich wieder da ist nach 2000 Jahren? Das seht ihr an den Kirchen, die seit 2000 Jahren in der Welt stehen. Das kann man sehen. Es wird alles kommen. Es ist alles eingetreten bislang und es wird auch in Zukunft kommen. Ja, und dann ist der Glaube manchmal schwach, man ist da angefochten, mal ist man traurig, man hat man keine Perspektive. Und dann irgendwann trifft einen das Wort Gottes, wenn man die Bibel liest oder wenn man in den Gottesdienst geht oder wenn man sich mit Geschwistern unterhält. Und dann baut uns das Wort auf, das erbaut uns, das stärkt uns. Das gibt uns einen neuen... Na, geistliche Chiropraxis, sage ich immer, das renkt uns wieder ein bisschen ein, ja, damit wir wieder laufen können. Ja, und deswegen braucht man ab und zu so einen frischen Schluck, nicht aus der Quelle von Bethlehem, sondern aus der Quelle vom Wort Gottes. Ja. Und mit dem Schluck gehen wir dann wieder weiter und sind uns gegenseitig gut und helfen uns. Ja, das ist was Schönes. Denn auch wir waren früher unverständig, schreibt Paulus an den Titus. Wir waren früher auch unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und macht neue Leute aus uns. Und dann sagt Johannes in Kapitel 15, zitiert er Jesus, wo Jesus sagt, niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für die Freunde. Das haben wir eben gesungen in einer der Strophen. Ja? Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage euch hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das heißt, Jesus weiht seine Jünger ein und sagt, ihr seid Freunde, wir sind Freunde. Wie der David in der Höhle Adullam mit seinen Leuten. Gott ist uns Freund, Gott ist unser Freund. Und das zu erkennen und zu verstehen, das ist was Schönes. Da wünsche ich Ihnen allen Gottes Segen zu. Und viel Gnade. Ich glaube, dass das, wenn Sie in Kontakt kommen wollen mit dem Geist Gottes, lesen Sie die Bibel. Ja, es gibt keinen schnelleren Kontakt zu Gottes Geist und Wesen, als Gottes Wort zu lesen. Deswegen versucht der Teufel, uns immer davon abzuhalten. Deswegen ist es mit dem Handy, ich lese auch, also am besten lesen Sie die Bibel in der normalen Bibel, so mit Papierblättern, nicht auf dem Handy, weil da macht es Ding-Dong, dann kommt eine WhatsApp rein und dann ist man wieder abgelenkt, ja.
Man muss es mal zur Seite legen und man braucht manchmal 10 Minuten, Viertelstunde, bis man stille wird und sich wirklich auf diesen Text konzentrieren kann. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und einen Bleistift dazu, weil wenn Sie die Bibel anfangen zu lesen, passieren 2 Dinge. Erstens klingelt das Telefon, ist immer so, und zweitens mal fallen Ihnen unbedingt Sachen ein, die Sie ganz dringend noch machen müssen. Das ist immer so. Wenn Sie einen Zettel haben und einen Bleistift, dann schreiben Sie die Sachen schnell auf und können sie weiterlesen. Hat mir ein amerikanischer Prediger gesagt, fand ich wertvoll, gebe ich Ihnen weiter, ja? Und dann können Sie sich ein bisschen in dieses Wort Gottes vertiefen. Lesen Sie den Psalm, lesen Sie das Johannesevangelium. Da haben Sie direkten Kontakt zu Gottes Wesen. Ja? Das Wort ist Geist und Gott ist Geist. Christus ist Gott, Christus ist das Wort. Das ist alles eins. Wenn Sie Gottes Geist haben wollen, müssen Sie nicht die Hände in die Luft recken und irgendwelche Dinge vor sich hinlallen. Ich sage das ganz offen. Wenn Sie Gottes Geist haben wollen, lesen Sie in der Bibel. Ja? Und dann finden Sie das, dass Gott unser Freund ist, das stärkt uns. Wir brauchen das in so Zeiten wie jetzt. Wir brauchen diesen frischen Schluck aus der Pulle, wie man so sagt. Frisches Wasser aus der Schrift. Ja? Ich schließe mit einem Vers aus Römer 15, Vers 13. Da schreibt der Paulus: Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das lese ich nochmal, dann schließen wir ab, ja? Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.